Ich dank, welch Gott es geben mag, dass ich vom Joch halt fern die Seel. Ich bin der Meister meines Los. Ich bin der Captain meiner Seele. Heute tritt Präsident Mandela in Pretoria sein Amt an. Unter Berücksichtigung schwarzer Hoffnungen und weißer Ängste. Den Tag müsst ihr euch merken, Jungs. An diesem Tag ist unser Land vor die Hunde gegangen. Brüder und Schwestern, das ist der Augenblick für den Aufbau unserer Nation. Alle Weißen feuern Südafrika an. Alle Schwarzen feuern England an. Wie lange noch bis zum World Cup? Sie sollten sich keine Hoffnungen machen. Wir sind eine verdammte Schande. Ich bin zum Tee eingeladen. Bei wem? Dem Präsidenten. Sagen Sie, François, wie motivieren wir uns zu wahrer Größe, wenn nichts anderes hilft? Wie motivieren wir alle um uns herum? Was hat er gewollt? Wir sollen den World Cup gewinnen. Die Rugby-Sache ist also eine politische Überlegung? Sie ist eine menschliche Überlegung. Den Experten zufolge ist im Viertelfinale Endstation für uns. Den Experten zufolge sollten Sie und ich noch im Gefängnis sitzen. Die Zeiten ändern sich. Und wir müssen uns auch ändern. Wir sind nicht mehr nur ein Rugby-Team. Konntest du dir das je vorstellen? Niemals. Hört ihr das? Hört auf euer Land! Das ist es! Das ist unser Schicksal! Ich frage mich, wie sie nach 30 Jahren in einer engen Gefängniszelle bereit sein können, den Menschen zu vergeben, die sie dorthin gebracht haben. Ich bin der Meister meines Los. Ich bin der Captain meiner Seele.